Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich heute Abend zu unserer Veranstaltung Die NS-Belastung des Bundesarbeitsgerichts, eine Bilanz zur personellen Kontinuität, die wir hier im Erinnerungsort Topf und Söhne gemeinsam mit der Erfurter Juristischen Gesellschaft durchführen. Herzlich willkommen an den Referenten, Dr. Martin Borowski. Sein Vortrag wird aufgezeichnet und dann auf unserer Webseite Topf und Söhne eingestellt. Die anschließende Diskussion werden wir nicht aufzeichnen oder nicht mitfilmen. Ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Udo Schneider, den Vorsitzenden der Juristischen Gesellschaft. Dankeschön. Ja, Frau Dr. Schüle, herzlichen Dank für Ihre Begrüßung. Sie haben das mitbekommen, wir haben eine Kooperation bei dieser Veranstaltung zwischen dem Erinnerungsort Topf und Söhne und der Erfurter Juristischen Gesellschaft. Bevor ich auf den Referenten und seine Vita etwas eingehen möchte, noch die Begrüßung Einzelner, insbesondere der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Frau Gallner, die eine ganze Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen auch mit hierher gebracht hat. Das liegt nun nicht ganz fern angesichts des Themas. Dann sozusagen noch nachwirkend. Darf ich begrüßen den früheren Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr. Kaufmann, sowie das Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, die Kollegin Präsidentin des Verwaltungsgerichtes Weimar, Frau Hesselmann. Dann begrüße ich den Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Ja, und vor allem natürlich den Referenten des heutigen Abends. Ich bin beeindruckt angesichts des Zuspruches heute Abend. Das zeigt doch, dass der Hunger groß ist nach Veranstaltungen dieser Art. Hunger ist natürlich in dem Kontext etwas merkwürdig, weil es geht um eigentlich eher belastende Fragen. Bevor Herr Borowski seinen Vortrag hält, eine kurze Einführung in seine Vita. Nachdem wir bei Herrn Du sind, Martin, möchte ich das jetzt hier auch nicht ändern und bleibe dabei. Nach dem Studium in Tübingen, Genf, Aix-en-Provence und München hast du dort die zweifach ausgezeichnete Dissertation Das Schiedsgutachten im Common Law vorgelegt. Dein beruflicher Weg hat dich nach der Rechtsausbildung nach Thüringen geführt, wo du hauptsächlich als Zivil- und Bereitschaftsrichter am Landgericht Erfurt tätig warst und bist. Im Wege der Abordnung folgten allerdings auch Tätigkeiten in der Thüringer Staatskanzlei, dem Thüringer Justizministerium, dem Thüringer Oberlandesgericht sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesarbeitsgericht. Auch in der Rechtsausbildung für Studierende und Referendare warst du tätig und hast seit Jahren einen Lehrauftrag an der Willy Brandt School of Public Policy der Universität Erfurt inne. Neben der richterlichen und der Ausbildungstätigkeit warst und bist du auf mehreren Feldern wissenschaftlich tätig. Anfang der 2000er hast du am Konvent zur Ausarbeitung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union mitgewirkt. Seither publizierst du schwerpunktmäßig zu den europäischen Grundrechten, vor allem zur Würde des Menschen und zu den fundamentalen Rechten. Zum Standardkommentar der Charta von Meyer Höllscheid hast du mehrere Abschnitte beigetragen. Neben einer Fülle ehrenamtlichen Tätigkeiten, von denen ich angesichts der heutigen Thematik die in der evangelischen Kirche, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, des Arbeitskreises Erfurter Gedenken und im Arbeitskreis Haken am Kreuz herausheben möchte. Seit Jahren beschäftigst du dich wissenschaftlich, aber auch mit Fragen der Aufarbeitung der NS-Justiz, vor allem der Richter,
und man muss fast sagen, mit einer bestimmten Tätergruppe in dem Kontext. Du hast im Rahmen dieser Untersuchung eine Reihe von Archiven besucht und doch einiges an Material gehoben, und davon wirst du sicher heute einiges berichten können. Aus dieser Beschäftigung leitet sich das Thema natürlich des heutigen Abends ab. Bevor der Vortrag von dir zu Gehör gebracht wird, mit wenigen groben Strichen möchte ich diese Thematik in die rechtshistorische und erinnerungspolitische Auseinandersetzung mit der NS-Justiz einordnen. Die beiden deutschen Staaten haben in sehr unterschiedlicher Weise nach 1949 auf den auch juristischen Zivilisationsbruch reagiert. Nach den Juristenprozessen in Nürnberg und den wenigen Verurteilungen in der britischen Besatzungszone wurde die Verfolgung NS-belasteter Richter und Staatsanwälte in der frühen Bundesrepublik schnell und durch die Rechtsprechung des BGH zum Rechtsbeugungstatbestandes ein Ende bereitet. Die Maßstäbe für die Entnazifizierung wurden zunehmend aufgeweicht. Der personellen Kontinuität war damit die Tür geöffnet. Den Schwerstbelasteten in der NS-Strafrechtspflege bot sich mit dem Richtergesetz von 1992 der vergoldete Weg in den Ruhestand. Erst in den 70er und 80er, also weitgehend nach Ausscheiden der belasteten Richter, vor allem nach Veröffentlichung des Buches »Furchtbare Juristen« von Ingo Müller, kam das ganze Ausmaß der Verstrickung der Justiz und ihre Fortwirkung nach 1945 in den Blick der breiteren Öffentlichkeit. In der sowjetischen Besatzungszone und der DDR wurden zwar die NS-belasteten Richter und Staatsanwälte weitgehend aus ihren Ämtern entfernt und auch manchmal sogar brutal bestraft. Der personelle Aufbau der Justiz und die Rechtsprechung der DDR litten dafür an anderen rechtsstaatlichen Defiziten und den Forderungen eines totalitären Staates. Seit 1990 liegt ein Fokus der Aufarbeitung, der Verstrickung von Juristen in das NS-System auf den personellen Kontinuitäten in bedeutenden staatlichen Institutionen, wie etwa der vom Reichsjustizministerium zum Bundesministerium für Justiz, was in der Akte Rosenburg nachzulesen ist. In dieser Perspektive steht auch unser heutiger Vortrag, um den ich dich jetzt bitte. Ja, liebe Annegret, liebe Udo, liebe KollegInnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Einladung, die ehrenvolle Einladung und Ihr zahlreiches Kommen zu diesem doch schwierigen Thema, die NS-Belastung des Bundesarbeitsgerichts, eine wissenschaftliche Bilanz zur personellen Kontinuität. Ich beginne, das wird Sie vielleicht überraschen, mit dem Roman von Edgar Selge, dem bekannten Schauspieler, »Hast du uns endlich gefunden?« Der Roman ist autobiografisch gefärbt und stellt seinen Vater, einen Juristen, Dr. Edgar Selge Senior, in den Mittelpunkt, der nach dem Krieg Gefängnisdirektor der JVA Herford war. Und Selge Junior zitiert hier eine doch sehr bemerkenswerte Begebenheit beim Mittagstisch. Ich zitiere: Beim Mittagessen neulich ist er durchgedreht, weil die im Bundestag einen Antrag gestellt haben gegen die Verjährungsfrist der Nazimorde. Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
darüber ist er total ausgerastet, krebsrot angelaufen. Ich hatte richtig Angst um ihn und um mich, weil ich so dicht neben ihm sitze. Der Rhythmus in seinem Wutanfall hat mich noch mehr gefesselt als der Inhalt. Die Pausen zwischen den Sätzen waren bis zum Zerreißen gespannt. Hört das denn nie auf? Sühne wollen die. Sühne bis ans Ende aller Tage. Denen geht's doch gar nicht um die KZs oder um die SS. Die Richter und die Staatsanwälte, die wollen sie. Anständige Leute. Anständige Leute, die ihre Pflicht getan haben. Die sich an Befehl und Gesetze gehalten haben. Wir werden doch unseres Lebens nicht mehr froh. Diese Sozis, von Rache zerfressen, diese Besserwisser, diese Heuchler. Eine Hexenjagd wollen die veranstalten. Rache wollen die. Dann ist er aufgestanden, obwohl er noch Essen auf dem Teller hatte, ist zwei Zimmer weitergegangen, ins Schlafzimmer, hindurch mein Kinderzimmer, hat die Türen hinter sich zugeknallt und durch die Wände haben wir ihn weiter schreien hören. Getobt hat er. Edgar Selge Senior hat hier auch ein Plädoyer in eigener Sache gehalten. Ist leider etwas auf dem Kopf. Aus seiner NS-DAP-Mitgliederkartei. Das wurde mir vor kurzem vom Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde zugeschickt. Denn Edgar Selge Senior, nach dem Krieg Gefängnisdirektor in Herford, war während des Krieges Staatsanwalt in Königsberg, Kaliningrad. Blicken wir doch einmal auf das Landgericht in Mannheim. Heute sitzt dort das Amtsgericht. Landgericht in Mannheim. Dort war seit 1933 wie in jedem OLG-Bezirk ein Sondergericht tätig. Ein Sondergericht als Instrument der politischen Justiz. Oder wie Freisler sagte, es war die Panzertruppe der Rechtspflege. Gegen die Opposition, gegen sogenannte Volksschädlinge. Und sie waren zuständig für politische Delikte und auch andere Strafdelikte, die sich dann häuften in der Gesetzgebung und hatten dann an die 70% der Strafrechtspflege übernommen. Instrumente der politischen Justiz. Hier wirkte Willy Martel, ein unscheinbarer Richter seit Mai 1941 und wie ich leider sagen muss, mit tödlichen Folgen. Aber wer war Willy Martel? Kurzbiografie. 1907 in Köln geboren, Köln wird uns noch öfter begegnen heute, wurde er 1939 Landgerichtsrat in Karlsruhe und dann ab 1941 in Mannheim. Bereits früh hat er sich für den neuen Staat engagiert. 1933 trat er bereits der NSDAP bei und war Anwärter der SS. Er hat mindestens an dem Sondergericht in Mannheim mindestens 9 Todesurteile zu verantworten, von denen ein Großteil auch vollstreckt wurde. Todesurteile, die man heute als Mord, als Justizmorde qualifizieren müsste. Ich nehme exemplarisch knapp 2 Urteile heraus. Zum einen gegen 2 junge Homosexuelle, die übrigens bereits durch ein Erbgesundheitsgericht unfruchtbar gemacht worden waren, weiterhin aber Sex hatten. Und das war mit der neuen Wertordnung der Nationalsozialisten nicht zu vereinbaren. 2 junge Homosexuelle, denen im Übrigen ein Gutachter verminderte Schuldfähigkeit attestiert hat. Ich zitiere aus dem Urteil: Der schwachsinnige und allgemein minderwertige Angeklagte war nie ein nützliches Glied der Volksgemeinschaft. Der Angeklagte hat durch sein ausgedehntes verbrecherisches Treiben, Verbrechen der Unzucht, wertvolle Volkskraft gefährdet, möglicherweise sogar vernichtet. Durch sein verantwortungsloses Treiben hat sich der Angeklagte außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt. Das Sittlichkeitsempfinden und Gerechtigkeitsgefühl des in schwerem Existenzkampfe stehenden Volkes verlangt daher zu seinem Schutz die Unschädlichmachung des nur noch eine untragbare Belastung bedeutenden Angeklagten.
Gegen ihn war daher auf die Todesstrafe zu erkennen. Todesstrafe gegen Homosexuelle allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Verantwortet von Willi Martel als jungem Richter am Sondergericht Mannheim und Berichterstatter in diesem Fall. Berichterstatter war auch in dem zweiten Fall, den ich vorstellen möchte, den Sie vielleicht durch die MDR-Dokumentation schon kennen. Ferdinand Hans. Ferdinand Hans, ein junger Postbeamter aus dem Elsass, deutsch besetzt, der um seine Mutter, eine verarmte Witwe, zu unterstützen und eine Frau zu beeindrucken, Feldpostpäckchen stahl, entwendete, aufbrach. Nicht schön, auch dafür würde er auch heute vor Gericht stehen. Aber Martel hat ihn zum Tode verurteilt und dann keine Gnade walten lassen. Mit der Begründung, eine solche Tat erfordert schärfste Abwehr. Zur wirksamen Abschreckung und gerechten Sühne ist daher nach gesundem Volksempfinden unter Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens die Todesstrafe zu erforderlich. Auf diese war somit zu erkennen. Recht steht als Berichterstatter Willi Martel. Und hier sehen wir diesen armen jungen Elsässer Ferdinand Hans, der dann auch tatsächlich hingerichtet wurde. Es gab zahlreiche Gnadengesuche des Postchefs, sogar des Oberstaatsanwaltes, das ist das Rarissime, ja, extrem selten gewesen, dass die Staatsanwaltschaft sich für einen Angeklagten eingesetzt hat. Auch des Gefängnisdirektors. Aber Martel und seine Kammer haben hier keine Gnade walten lassen und geschrieben als Gnadenbericht, eine Begnadigung des Angeklagten wird nicht befürwortet. Trotz seiner Jugend handelt es sich bei Hans um einen hemmungslosen Verbrecher, der sich als Beamter ohne Not, gewissenlos und ohne Bedenken längere Zeit hindurch und so weiter und so fort. Ja. Zur Abschreckung und gerechten Sühne erscheint daher die Vollstreckung der Todesstrafe erforderlich. Und weil die Guillotinierung wenige Minuten gedauert, das Protokoll findet sich auch in den Akten in Karlsruhe, weil seine Mutter sich die Überführung nicht leisten konnte, wurde er der Gerichtsmedizin zur Verfügung gestellt, wie das damals so üblich war. Die Sprache, für uns heute kaum vorstellbar, auch wenn bei manchem, was ich heute erzähle, aktuelle Assoziationen aufscheinen dürften, kaum vorstellbar. Und diese Sprache, die Lingua Terzi Imperii nach Klemperer oder die Sprache des Unmenschen, Dolph Sternberger, diese Sprache drückt eine Dehumanisierung aus und deutet den Zivilisationsbruch schon an. Aber was passierte mit Martel nach dem Krieg? Wie sah seine Nachkriegskarriere aus? Er wurde eingezogen zum Wehrdienst, das war bei ganz vielen in meiner Untersuchungsgruppe so, zumindest gegen Ende des Krieges, wurde dann aus dem Wehrdienst entlassen und musste zunächst das Entnazifizierungsverfahren, das du ja angesprochen hast, durchlaufen. In der Klageschrift soll er noch als Belasteter gelten, das war recht hoch gegriffen. Der Spruch der Spruchkammer lautete dann auf Minderbelasteter und auf seine Berufung hin wurde er im Sommer 1947 zum Mitläufer. Man sagt ja auch mal, das Volk der Deutschen ist ein Volk der Mitläufer. In seinem Fall war es so, wobei ich auch dazu sagen darf, so gut wie alle, die ich untersucht habe, selbst Schwerstbelastete sind in der Regel in einem Entnazifizierungsverfahren als unbelastet hervorgegangen oder erst gar nicht betroffen. Das war direkt eine Ausnahme, dass mal ein Mitläufer dabei war. Er wurde dann Rechtsanwalt in Mannheim. 1949 gelang ihm mit diesem Entrée-Billet für Anwaltschaft und Justiz, also die Entnazifizierung, gelang es ihm, in der Arbeitsgerichtsbarkeit Fuß zu fassen. Und vom Landesarbeitsgericht ist er dann 1956 an das Bundesarbeitsgericht gelangt. Dort kam dann die Vergangenheit hoch. Auch ein sehr seltener Fall. Und Dieterich, ein ehemaliger Präsident des Bundesarbeitsgerichts, beschreibt das kurz in seiner Autobiografie Ein Richterleben. Höchst unauffällig und angepasst amtierte im 4. Senat des Bundesarbeitsgerichts der Richter Martel, der während des Krieges Mitglied eines der berüchtigten Sondergerichte gewesen war. Nipperdey hatte deshalb vor dessen Ernennung vergeblich gewarnt.
Als die große graue Decke des Vergessens in der Mitte der 60er Jahre weggezogen wurde, musste er schließlich doch vorzeitig in den Ruhestand gehen. Das war diese Chance, mit vollen Bezügen diskret in den Ruhestand zu entweichen, weil hier auch eine Grenze überschritten wurde bei Sondergerichten und einer Tätigkeit dort. Jetzt haben wir das Problem, dass sein Bild auch in der Ahnengalerie am Bundesarbeitsgericht hängt. Und diese Ahnengalerie ist quasi ein Who is Who des vor allem westdeutschen Arbeitsrechts. Und das alles war für mich auch der Anstoß, der Ausgangspunkt meiner eigenen Recherchen. Und ich will in meinem Vortrag kurz auf die Genese meines Forschungsprojektes eingehen und dann, französisches Modell, un plan deux parties, zwei Hauptteile präsentieren, einmal die Maßstäbe und Forschungsergebnisse und dann noch drei knappe biografische Skizzen, bis es dann zu einer Nachlese kommt. Genese des Forschungsprojektes, wie kam ich überhaupt dazu, bei Sie biografisch schon sehen werden, dass es durchaus nahe lag bei mir. Wie kam ich überhaupt dazu, mich mit RichterInnen am Bundesarbeitsgericht zu befassen? In der Tat war die Ahnengalerie der Anstoß. Bereits zum Richtfest im Mai 1998, das war gewissermaßen der Erstkontakt mit dem Bundesarbeitsgericht, war ich damals als stellvertretender Vorsitzender des Thüringer Richterbundes eingeladen und konnte mit Gesine Weinmehler diesen schönen Bau bewundern. Übrigens steht an sämtlichen Jalousien, und das finde ich toll, Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. 1999 erfolgte dann der Umzug, die Ahnengalerie zog mit um und irgendwie ein paar Jahre später kam ein Mitarbeiter der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung auf mich zu und sagt, Sie sind doch Richter, ich habe da so eine Führung gerade erlebt beim neuen Bundesarbeitsgericht, also von Kassel nach Erfurt, beim Bundesarbeitsgericht da oben auf dem Petersberg, da hängt so eine Ahnengalerie, das ist doch merkwürdig, auch so die ganzen Alten, wer weiß, was die gemacht haben. Und ich so, weiß ich auch nicht, ja, so, ja. So what? Aber es blieb irgendwo im Hinterkopf. Und als ich dann viele Jahre später wissenschaftlicher Mitarbeiter werden durfte, eine hochspannende und bereichernde Zeit, da war das natürlich noch im Hinterkopf und ich saß da in den wöchentlichen Kaffeerunden oder bei Besprechungen und habe mir auch so die einzelnen RichterInnen betrachtet und so auch gedacht, na, was könnten die gemacht haben? Allerdings, so nenne ich das immer, herrschte bei mir auch noch, wie bei so gut wie allen, eine Hermeneutik des Vertrauens. Man geht davon aus, es hat seine Ordnung. Allerdings fand ich so ein paar versteckte Hinweise dann doch, ich war neugierig, bin in die Bibliothek gegangen, tolle Bibliothek, und habe so ein paar versteckte Hinweise auf eine mögliche NS-Belastung gefunden. Jedenfalls begann ich im Frühjahr 2019, drei Jahre später dann, mit meinen eigenen Recherchen. Und diese Recherchen bezogen sich auf sämtliche RichterInnen bis zum Jahrgang 1925, da war man nämlich 20 Jahre am Kriegsende. Kann auch anders ansetzen, bis 27 gehen, aber ich habe 25 für sinnvoll gehalten. Das sind 23 Richter, zwei Richterinnen, ein Richter ist noch dabei, Dirk Neumann, der heute noch lebt, den ich selbstverständlich nicht erforsche, auch nicht erforschen darf, weil die Schutzfristen natürlich nicht abgelaufen sind. Vielleicht habe ich demnächst die Gelegenheit, ihn mal zu besuchen. Mir ist es gelungen, in der Zwischenzeit, in diesen drei Jahren, nahezu alle Personalakten und Entnazifizierungsakten und auch Publikationen im Dritten Reich zu ermitteln und auszuwerten. Gleichwohl ist meine Recherche noch nicht abgeschlossen, ja, so hochspannend. Und hin und wieder gelingen mir wirklich sensationelle Zufallsfunde. So vor kurzem zu Marie-Louise Hilger, die zweite Frau im Bundesarbeitsgericht. Jetzt hoffe ich, ich habe es hier liegen, genau. Meine Thüringer Kollegin Misselwitz hat noch als Referendarin ein vorzügliches Werk zur Doktorarbeit zu Marie-Louise Hilger geschrieben. Sie sehen schon, sehr voluminös. Und da gibt es so eine Leerstelle, eine Lücke im Lebenslauf von Hilger, nämlich was hat sie unmittelbar nach dem Krieg gemacht? Sie tauchte da in Bayern unter und niemand weiß, auch nicht aus der Verwandtschaft und Kollegen heraus, niemand weiß, was sie da eigentlich die zwei, drei Jahre über in Bayern gemacht hat. Und dann später wird sie Mitarbeiterin vom Betrieb, ich glaube der Betrieb oder Betriebsberater und.
Und ich schreibe deshalb, wenn ich so Archive anschreibe, schreibe ich immer so, by the way, wissen Sie auch was zu Hilger? Und aus Ludwigsburg, jetzt aber nicht von der Zentralstelle, sondern vom Landesarchiv Ludwigsburg, kommt auf einmal die Nachricht, ja, Frau Hilger ist bei uns in der internierten Kartei der Amerikaner. Und das habe ich mir natürlich schicken lassen. Und Hilger war in der Tat, ist verhaftet worden, 1946, glaube ich, jetzt oder 47 in Bayern und für einige Monate in einem Lager der Amerikaner interniert worden. Das war eine Sicherheitsmaßnahme, also jetzt nicht irgendwie Strafe oder sowas, sondern es war eine reine Sicherheitsmaßnahme der Amerikaner, die richtig Angst hatten vor den Werwölfen und vor Nazifrauen. Auch wenn man das heute sich kaum noch vorstellen kann. Und Hilger war nämlich in der Vorstudienausbildung von Frauen im Dritten Reich an führender Stelle tätig, auch Mitglied der NSDAP, und wurde wohl in dem Kontext dann automatic arrest inhaftiert. Weiß bis heute kein Mensch, ist jetzt wirklich ein sensationeller Zusatzfund. Und mal sehen, was die National Archives in Washington noch hergeben. Zufallsfunde. Aber sehr oft auch die Leerstelle nach Kriegszeit. Ich habe insgesamt schon eine Fülle an Material gefunden. Das war das Fact-Finding. Sie kennen ja den berühmten Spruch von Ranke, Geschichte ist, wie es eigentlich gewesen ist. Aber das reicht mir nicht. Ich will nicht nur wissen, wie es gewesen ist, sondern als Jurist möchte ich auch bewerten. Und deshalb geht es um die NS-Belastung. NS-Belastung. Und da stellt sich natürlich die zentrale Frage, vielleicht hat sich der eine oder andere schon damit auseinandergesetzt, welche Maßstäbe und Kriterien gelten da? Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess und es wandelt sich natürlich auch. Und hier stütze ich mich auf Georg Falk, das ist ein ehemaliger Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt, der ein vorzügliches Werk vorgelegt hat, mein Vorbild gewissermaßen, zu der Richterschaft am OLG Frankfurt nach dem Krieg und die unter dem Gesichtspunkt der NS-Belastung untersucht hat. Und er zieht hier einen sogenannten Befangenheitsmaßstab heran, wie könnte es bei Juristen anders sein, und sagt, waren diese Juristen nach dem Krieg aus der Sicht vernünftiger Demokraten qualifiziert, eine rechtsstaatliche Justiz neu aufzubauen? Waren sie qualifiziert oder disqualifiziert? Und hier kann man natürlich, um das zu beurteilen, das ist eine Gesamtwertung, die erforderlich ist, kann man die üblichen Kriterien heranziehen. Und da gibt es die gängige Unterscheidung zwischen formaler Belastung und materialer Belastung. Formale Belastung, da geht es um die Mitgliedschaften. Und dazu müssen Sie wissen, dass es eine Manie der Nazis gab, ständig in Fragebögen alles abzufragen. Und sehr detailliert, wo waren Sie vorher Mitglied, was haben Sie gewählt, sind Sie Freimaurer, sind Sie was weiß ich, so. Oder katholische Friedensbewegung und was. Also manchmal denke ich, ich bin in eine Sekte hineingeraten, ja. Es wäre so, wie wenn Querdenker herrschen würden und uns ständig fragen würden, welchen Impfstatus wir haben. Also sektenartig, ja. Aber die, vor allem die Richter, aber auch die Anwälte, mussten permanent irgendwelche Fragebögen für die Nazis ausfüllen und dann nach dem Krieg noch einmal für die Amerikaner oder Briten und ja, für die Entnazifizierung. Also aus diesen Fragebögen, die quasi vollständig vorhanden sind, kann man natürlich sehr schön, die waren auch strafbewehrt, die Auskünfte, kann man sehr schön die Mitgliedschaften ersehen. NSDAP. Am Ende des Krieges waren 8,5 Millionen deutsche Mitglieder der NSDAP. Die Kartei ist weitgehend erhalten in Lichterfelde. Wir haben ja ein Beispiel gesehen von Selge Senior. 8,5 Millionen. Natürlich auch viele von denen, die ich untersucht habe, nämlich insgesamt jetzt schon, kann ich sagen, 14 waren Mitglied der NSDAP. Ich will das nicht überbewerten. Natürlich ist diese Mitgliedschaft ein Indikator, ein Indiz für die Nähe oder Distanz zum Regime und auch, das darf man nicht verkennen, eine Loyalitätsbekundung. Und was hieß hier Loyalität oder sich in den Dienst des Regimes stellen? Und das war dann natürlich nochmal verschärft, wenn jemand sich bei der SA engagierte, wie es bei zwei späteren Vizepräsidenten der Fall war, bei Stumpf und bei Aufhardt. Oder von SS habe ich keine Mitgliedschaft bisher entdeckt, allerdings fördernde Mitglieder. Was heißt Loyalität zu einem solchen Regime? Und dazu nur nochmal in die Erinnerung gerufen, gestützt auf Christopher Clark. Was waren die ultimativen Ziele des NS-Regimes? Die Vernichtung des europäischen Judentums,
die Ermordung und Versklavung der Slawen, die Biologisierung der Politik, Nazis haben ja eine eigene Körperpolitik betrieben, die Auslöschung von gesellschaftlichen und sexuellen Abweichlern, siehe Martel, Homosexuelle, zum Tode verurteilt, und der Erwerb eines gewaltigen kontinentalen Lebensraums, Hans Grimm, Volk ohne Raum. Das waren die Ziele des Regimes. Und denen gegenüber hat man sich loyal gezeigt durch solche Mitgliedschaften. Also ich will das nicht unterbewerten, aber wichtig ist natürlich die materielle Belastung, nämlich die Mitwirkung am NS-Unrecht bis hin zum Terror. Das waren dann Täter. Und wer waren solche Täter? Das waren Rechtsanwälte, etwa die an der Arisierung mitgewirkt haben. Aber besonders spannend sind die Justizjuristen. Die Justizjuristen, und davon gab es 10, die später am Bundesarbeitsgericht waren, das heißt, die auch schon in der NS-Zeit Richter oder Staatsanwälte waren. Diese Justizjuristen waren ja Teil des Normenstaates. Ich erinnere hier an die berühmte Unterscheidung zwischen Normstaat und Maßnahmenstaat bei Frenkel. Und dazu aber muss man sich vor Augen halten, die Normen selbst konnten Unrecht sein, ratspruchsche Formel, unerträglich ungerechtes Recht, wie die Nürnberger Gesetze. Aber selbst wenn sie nicht Unrecht waren als Gesetze, dann konnte man, siehe Bernd Rüters, die unbegrenzte Auslegung heranziehen und da sehr findig sein, um Menschen zu diskriminieren und auszugrenzen. Und diese Justizjuristen haben sehr häufig auch den Maßnahmestaat, das heißt die Willkürmaßnahmen der Verwaltung, die politisch gewollt waren, toleriert. Das heißt, wenn sie jemanden freigesprochen haben, dann wussten sie, der wird noch an der Pforte des Gerichts verhaftet, kommt ins KZ und hat geringe Überlebenschancen. Maßnahmenstaat. Kleiner Exkurs zum NS-Recht. Was mich selbst jetzt am meisten frappiert, ist die Entsubjektivierung. Die Entsubjektivierung des Rechts, weil man sich auf den, also weg vom Individualsubjekt, das galt als liberal oder marxistisch, ja, und das alte System, Weimar, Demokratie, nein, hin zum Gemeinschaftsgedanken, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, lese ich auch ständig in irgendwelchen Doktorarbeiten, oder brutaler, du bist nichts, dein Volk ist alles. Damit rechtfertigte man, legitimierte man die Abschaffung der Grundrechte und auch im Zivilrecht die Abschaffung des Systems der Ansprüche, das auf Winscheid zurückgeht, also Anspruchsvertrag, Delikt, Bereicherungsrecht. Auch da sagte man, wir wollen diese subjektiven Rechte nicht mehr, geschweige denn Rechte für Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber. Merkmale des NS-Rechts. Wie können wir Justizjuristen einordnen? Und da folge ich auch Falk. Es gibt eine Belastungsvermutung bei bestimmten Tätigkeiten. Wer zum Beispiel am Sondergericht tätig war, wie Willy Martel, da gilt eine Belastungsvermutung, kommt da kaum von runter. Genauso, wenn jemand an dem politischen Strafsenat eines Oberlandesgerichts tätig war, habe ich auch einen Fall, im OLG Katowice, Walter Schilgen, dann gilt auch die Belastungsvermutung. Ansonsten müssen wir eine Einzelfallprüfung, die ja auch gerechtfertigt ist, eine Einzelfallprüfung vornehmen. Man möchte ja auch den Menschen gerecht werden. Und dazu muss man wissen, dass auch das allgemeine Strafrecht war natürlich nicht neutral. Da ging es etwa auch um die Rassen, Schande und Schuld und Strafe konnten völlig außer Verhältnis stehen. Aber auch im Zivilrecht oder Arbeitsrecht konnte, selbst wenn 90% einwandfreie Urteile waren, die auch heute so gefällt werden, ja, konnten bis zu 10% etwa Unrechtsurteile sein, im allgemeinen Zivilrecht etwa diskriminierender Natur. Und das wurde gerade jüngst hervorragend untersucht, auch wieder in einer Gruppe um Georg Falk herum. Willige Vollstrecker oder standhafte Richter, die Rechtsprechung des OLG Frankfurt in Zivilsachen in der Nazizeit. Ja, voluminös, aber hochspannend zu lesen. Also, man konnte sich auch im Zivilrecht schuldig machen. Und dann die Publikationen. Ich habe noch nicht alles heranziehen können, wobei die maßgeblichen Zeitschriften aus der Nazi-Zeit auch in der Bibliothek vom BAG stehen. Hier sehe ich auch einen völligen Kontrast. Auf der anderen Seite einwandfreie Dissertation, auf der anderen Seite unsägliche Dissertation. Hilger etwa hat eine Doktorarbeit geschrieben zum französischen Arbeitsrecht, die heute noch mit Magna Cum Laude so akzeptiert werden könnte. Ja? Nicht eine Verbeugung vor dem Regime oder den Nazis. Anders Gröninger, der zur Begründung eines rechtswirksamen Arbeitsverhältnisses, es waren ja sehr knappe Dissertationen damals, geschrieben hat. Von Hilger ist recht voluminös, aber die hier sind sehr dünn.
zum Arbeitsvertrag oder Begründung eines rechtswirksamen Arbeitsverhältnisses. Und da tauchen natürlich all die Prinzipien und Grundsätze auf, die Nazis ins Arbeitsrecht implementiert haben. An erster Stelle das Führerprinzip mit Treue und Ehre und die Volksgemeinschaft, die natürlich alles überwölbt und der natürlich jeder Betrieb zu dienen hat. Und dann den Kriegszielen natürlich, der Kriegsgemeinschaft. Besonders schlimm ist die Dissertation, ist eigentlich die schlimmste, von Hans Gustav Joachim, der dann nach dem Krieg die kritische Justiz mitbegründet hat, in der ich demnächst umfassend berichten darf zu meinen Forschungen. Vielleicht tätige Reue. Die Europäische Völkergemeinschaft, eine Dissertation auch in Königsberg, Kaliningrad von 1939. Und er beginnt mit einem Zitat von Adolf Hitler zur Rolle des Ariers und möchte dann auch den Versuch unternehmen, aus den völkerrechtspolitischen Ereignissen der ersten Jahre nach der Machtübernahme den Kern und die Ziele nationalsozialistischen Völkerrechtswollens herauszuschälen. Und wie das dann aussieht, fasst er so gegen Ende zusammen. Ich zitiere aus der Doktorarbeit von Hans Gustav Joachim: Wo dieser größte biologisch nachweisbare Rassenkreis endet, dort endet auch die Möglichkeit einer Gemeinschaft. Das trifft genauso wie für Neger auch für Juden zu. Und wer aus Gründen seiner Rasse nicht von der deutschen Volksgemeinschaft erfasst wird, gehört auch nicht zur Gemeinschaft der Völker. Diese Gemeinschaftsfreien sind notwendigerweise Fremdkörper, die wie jeder gesunde Organismus das Bestreben und die Kraft hat, Fremdkörper auszuscheiden und abzustoßen, auch aus der Gemeinschaft der Völker auszustoßen sind und ausgestoßen werden. An der Spitze steht eine Forderung, so zitiert er hier Rosenberg, an der Spitze steht eine Forderung, ohne deren Erfüllung alles umsonst ist, die Ausscheidung der Juden aus allen Staaten Europas. So eine Dissertation Königsberg zu Kriegsbeginn. Nach diesen Prolegomena, nach diesen einführenden Bemerkungen zu meinen Forschungsergebnissen. Ich komme zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte qualifiziert war und die andere Hälfte disqualifiziert. 12 qualifiziert und unbelastet, 13 belastet und disqualifiziert. Und es gibt da durchaus markante Erkenntnisse zum Bundesarbeitsgericht, die mir in der Gesamtschau natürlich aufgefallen sind. Zunächst einmal die sehr heterogene Herkunft. Es gab 10 Justizjuristen, 4 Rechtsanwälte, einige, die vorher im öffentlichen Dienst waren, in der Wissenschaft oder im Postdienst oder in der Ausbildung standen und Wehrdienst leisteten, die dann später ans Bundesarbeitsgericht gelangt sind. Spannend ist auch die regionale Herkunft. Da gibt es 2 eindeutige Schwerpunkte, nämlich NRW mit 8 RichterInnen und Hessen mit 7. Und dann folgt weit abgeschlagen Schleswig-Holstein mit 3, wobei das 2 Schlesier waren, die dahin geflüchtet waren, und, und. Pikanterweise kein Bayer, kein Bremer und kein Saarländer. Dieterich schreibt einmal, als der erste Bayer ans BRG kam, war das für ihn ein Opfergang. Weiter frappierend ist, wie wenig arbeitsrechtliche Erfahrung es unter der ersten Richtergeneration gab. Es gab viele, die überhaupt keine arbeitsrechtliche Praxis mitbrachten, weder als Richter noch als Rechtsanwalt, weshalb auch Nipperdai verständlicherweise händeringend persönlich nach Experten im Arbeitsrecht suchte. Und das ist für mich das Erschreckendste, nahezu alle Justizjuristen waren belastet. 9 von 10 und der 10. Hugo Berger, der später ans Bundesverfassungsgericht gelangte, stehe im engen Kontakt mit Forschern, die zum Bundesverfassungsgericht arbeiten, da in der Kommission, wird alles auch noch sehr spannend. Deshalb auch ein Fragezeichen bei diesem einzigen Nichtbelasteten, ja, weil er Kriegsrichter war und. So. Aber 9 von 10 waren eindeutig schon aus heutiger Sicht belastet. Und das ist erklärungsbedürftig, warum ausgerechnet die Justizjuristen, also die Menschen, die vorher als Richter und Staatsanwälte im Dritten Reich tätig waren, so belastet sind. Da kann man mögliche Einflussfaktoren erkennen, etwa die Herkunft, die politische Haltung, die Prädisposition.
Viele waren vorher in Jugendbünden, in Freikorps engagiert, zeigten eine völkische Haltung, waren Antidemokraten. Veritable Demokraten waren eindeutig in der Minderheit. Es war vor allem die Generation des Unbedingten, Begriff aus der historischen Forschung, die Generation des Unbedingten von 1900 bis 1910 fortfolgende, die hier in der Justiz der Nachkriegszeit und dann am BAG und an anderen Bundesgerichten Fuß fasste. Das waren die Kinder aus dem Film Das Weiße Band. Ja, das waren die Kinder, die jetzt erwachsen geworden waren, sich im Dritten Reich engagierten. Und viele von ihnen waren Überzeugungstäter. Ein gut Teil, 7 von 10 Justizjuristen, sind 1933 oder dann 1937 der NSDAP beigetreten, zudem einer der SA, stumpf. Es gab auch eine innere Bindung, der Eid auf den Führer, wobei ich mich immer frage, vorher hat man auf die Weimarer Reichsverfassung einen Eid geschworen, warum man den so leicht abstreifen konnte. Es gibt vielleicht auch, lieber Udo, strukturelle Voraussetzungen und systemische Mängel, eine starke Hierarchisierung der Justiz, eine Übermacht der Exekutive, das Reichsjustizministerium wölbte sich ja über alles und das Führerprinzip, das eingeführt wurde. Und damit hatten natürlich die Präsidenten eine ungeheure Machtfülle und konnten ihre Gerichte steuern. Und natürlich wurden die Polizeichefs und die Gerichtsspitzen sofort nach der Machtübernahme in Anführungsstrichen ausgetauscht. Ja, Demokraten und Menschen jüdischer Herkunft wurden in die Wüste geschickt. Es gab auch so einen Zeitgeist, das frappiert mich auch immer wieder. Das war wie so ein Überbietungswettbewerb, als die Nazis an die Macht kamen. Das war nicht erst kritische Distanz und mal schauen, bei einigen schon, ja, Däniker am Reichsgericht oder so. Aber bei anderen, die haben sich überboten, das war ein dem Führer entgegenarbeiten, dem Nationalsozialismus entgegenarbeiten. Die waren begeistert dabei, ja. Und eine Aufbruchsstimmung herrschte und auch, das habe ich auch von Christopher Clark von Zeit und Macht, ein sehr eigentümliches Zeitverständnis, kann ich es hier nicht vertiefen, aber es war ja, die Nazizeit war ja wie aus der Zeit gehoben und da war ja die Systemzeit der Weimarer Republik schon wie graue Vorzeit, ja, und das war eine eigene Zeit, die da quasi begann, was vielleicht, so meine These, es leichter gemacht hat, später sich wieder zu integrieren und anzuknüpfen an die Weimarer Republik und rechtsstaatliche Verhältnisse, weil diese Zwischenzeit aus der Zeit gefallen war, auch autobiografisch möglicherweise. Also eine ganz eigentümliche Aufbruchsstimmung und ein begeistertes Mittun. Das kontrastiert auch zu meinen Erfahrungen leider zur Grundrechtecharta, als wir die im Grundrechtekonvent ausgearbeitet haben im Jahr 2000 und sie feierlich proklamiert wurde, hat es erst einmal, zumindest in Deutschland, so gut wie niemanden interessiert, auch nicht unter Juristen, kaum Publikationen, kaum Interesse. Auch als sie dann in Kraft trat mit dem Vertrag von Lissabon 2009, hielt sich die Begeisterung auch in Grenzen, sodass ich so mit einer gewissen Bitterkeit sage, warum Begeisterung für die Nazis und ihre Ziele und so wenig Begeisterung für Grundrechte? Hat sich geändert inzwischen. Ich weiß ja auch, Kongress vor kurzem bei Ihnen, zu den europäischen Grundrechten. Und es gab, das will ich schon an dieser Stelle mal kurz bemerken, Handlungsalternativen. Man konnte etwa, auch wenn schwer fiel, emigrieren. Ja, gibt es auch bekannte Beispiele dafür, oder aber die Justiz verlassen, um nicht den Eid auf den Führer leisten zu müssen. Und es gab mehrere, die das getan haben, wie Pöhlmann etwa, später Vizepräsident, und in den Postdienst gingen. Der Postdienst war sowas wie ein Auffangbecken für, sagen wir mal, distanzierte Juristen. Oder man ging in die Anwaltschaft oder in die Filmwirtschaft und, und. Als Anwalt konnte man sehr gut durchkommen, ohne Nazi zu sein und ohne sich zu kompromittieren, ja. Man musste nicht mal Mitglied im Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund sein, was beinahe alle waren, und konnte so durchkommen. Ich gehe natürlich nach dem Vorsichtsprinzip vor und möchte Ihnen doch so ein vorläufiges Gesamttableau an die Tafel werfen. Ich habe jetzt 7 wirklich unbelastete RichterInnen und 7 schwer belastete Richter. Ganz kurz zu den unbelasteten Richtern. Da gab es den diskriminierten Friedrich Pöhlmann. Er hatte eine jüdische Großmutter und war in Gestapohaft, also Anti-Nazi. Dann gab es 2, die ich einer linken Opposition zurechnen würde, Anne Gudrun Meyer-Schärling und Wilhelm Wendel. Es gab katholischen Widerstand, das waren Menschen, die Gott mehr gehorchten als dem Führer.
und den Nazis, katholischer Widerstand aus dem tiefen Glauben heraus, bei Gerhard Müller, dem zweiten Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, und Wilhelm Rengier, beide waren Mitglieder von katholischen Widerstandszirkeln, Müller etwa in Limburg, da war ich aber noch nicht im Kirchenarchiv. Und einige schützten ihre Jugend, Johannes Feller und Adolf Röper, wobei Johannes Feller auch sehr katholisch engagiert war. Und von daher immun möglicherweise, anders als viele Protestanten, immun gegen die Verlockungen der Nazis. Aufrechte Juristen, Menschen mit aufrechtem Gang. Auf der anderen Seite schwer belastete Richter, 7 an der Zahl. Es beginnt mit 2 Rechtsanwälten, Gerhard Bolte und Werner Holschemacher. Beide, natürlich sehen Sie auch die Mitgliedschaft der NSDAP, so gut wie alle Mitglieder, oder sie konnten es nicht werden aus bestimmten Gründen, wollten es aber. Das waren 2 sogenannte 1C-Offiziere, da bin ich dann auf einmal im Kriegsgeschehen. Und das waren die Offiziere, die zuständig waren für die Feindlage, die Spionageabwehr, aber auch die NS-Schulung, das waren sozusagen Politkommissare, ja, also die ideologische Schulung der Wehrmacht, und die geheime Feldpolizei, also die Gestapo der Wehrmacht. Deshalb war die Tätigkeit als 1C-Offizier jetzt nicht irgendwie, das ist ein edler und so Offizier, sondern das war wirklich eine kompromittierende Tätigkeit, die übrigens auch Kurt Waldheim auf dem Balkan ausgeübt hat, der spätere österreichische Bundespräsident. Dann Hans Gustav Joachim mit seiner erlösungsantisemitischen Dissertation, aus der ich schon zitiert habe, Willy Mattel am Sondergericht, Walter Schilgen im politischen Strafsenat des OLG Katowice in den sogenannten eingegliederten Ostgebieten, Georg Schröder, auf den komme ich noch eingehend, und Theodor Simons, auch gleich an mehreren Sondergerichten tätig im Osten. Das sind Menschen, die sich aufgrund ihrer formalen wie materialen Belastung eindeutig disqualifiziert haben für eine Tätigkeit, würde ich sagen, als Rechtsanwalt wie als Richter nach dem Krieg. Exemplar Dozent. Meyer Scherling. 3 möchte ich herausgreifen. Sie haben ja auch so eine Art Vortragsüberblick auf den Plätzen. 3 möchte ich herausgreifen. Meyer Scherling, ganz knapp. Ich hoffe, demnächst auch beim Juristinnenbund zu ihr publizieren zu dürfen. Sie wurde 1906 in Stendal geboren, studierte in der Weimarer Republik, in Freiburg, Kiel und Berlin. Und sie war, das war eine große Ausnahme, links engagiert im republikanischen Studentenbund um bestimmte Professoren herum. Also sie engagierte sich in linken Studentenkreisen, stand der SPD nahe, schrieb eine Doktorarbeit zum Recht der Ehewohnung bei Martin Wolf und ließ sich dann ausgerechnet 1933 im schönen Naumburg, hier ganz in der Nähe, als Rechtsanwältin nieder, zusammen mit ihrem Ehemann Heinz Meyer. Sie hatte es nicht leicht, sie war des Marxismus verdächtig, ihr wurden viele Steine in den Weg gelegt, als Rechtsanwältin zu arbeiten. Sie konnte sich durchschlagen, war im Sozialrecht vor allem tätig und hat keinerlei belastende Mitgliedschaften. Das ging auch. Sie galt in Naumburg als Kommunistin und trat auch für verfolgte Kollegen etwa hier in Buchenwald ein. Übrigens haben alle 3, die ich vorstelle, Meyer Scherling, Nipperdey und Schröder, auch Bezüge zu Thüringen. Nach dem Krieg glaubte sie an das bessere Deutschland. Sie glaubte an das bessere Deutschland und engagierte sich im Aufbau der DDR. Sie trat der SPD bei und dann wurde sie natürlich Mitglied der SED. Das dürfte die einzige Bundesrichterin wahrscheinlich sein, vermute ich mal, die Mitglied der SED war. Sie gründete den Kulturbund in Naumburg mit, sie war Stadtverordnete der SED in Naumburg, war auch Hilfsrichterin, weil viele Juristen in der DDR entlassen wurden. Dann wirkte sie mit an der Ausbildung sogenannter Volksrichter, weil eben so viele gesäubert wurden, brauchte man dringend Richter und hat Volksrichter ausgebildet. Daran wirkte sie hochengagiert mit. Dann kommt aber die persönliche Katastrophe. Ihr Mann ist verhaftet worden zwischenzeitlich. Habe ich auch alles erforscht, wie ein Krimi, in einem sowjetischen Lager Mühlberg, wo übrigens auch viele Reichsgerichtsräte umgekommen sind. Und dort verhungerte er an einem Hungerödem. Und sie erfährt das, bricht zusammen, tritt aus der SED aus, bleibt aber engagiert. Und dann häufen sich die Schwierigkeiten, sie wird überwacht, die
die Sowjets, Matt und so, die haben sich schon auf Listen und so. Sie wird gewarnt von einem Volkspolizisten und flieht über Nacht in den Westen zu ihrer Familie in Hamm. Ihr Vater ist Richter am OLG Hamm gewesen und fasst dann Fuß in Hamm, um dann später ans Bundesarbeitsgericht zu gelangen. Nipperdey, schönes Porträt. Um ihn ranken sich ja viele Legenden. Er war ein Grenzgänger, deshalb sage ich auch auf der Grenze Grenzgänger Nipperdey, der erste Präsident des BAG, die zentrale Vaterfigur, der Übervater. Sein Leben, wie Dieterich sagt, ein Gesamtkunstwerk, weil er Privatleben und die Präsidentschaft am BAG und seine Professur in Köln miteinander harmonisch verbinden konnte. Jetzt lasse ich mal die Erotika weg. Aber es gab auch zahlreiche andere Anekdoten, zum Beispiel sein Einsatz von Mitarbeitern. Und da kursierte das Bonmot, auf seinem Grabstein wird einmal stehen, hier ruht Nipperdey, diesmal wirklich er selbst. Sonst ganz gerne seine Unterschrift unter die Erzeugnisse seiner Mitarbeiter setzte. Er stammt aus Bad Berkan, 1895 ist mit meinem ältester Richter in Bad Berkan, in einer Familie von notablen, angesehenen Thüringer Familie hineingeboren, Jurastudium zuletzt in Jena, habilitiert sich 1920 in Jena, aufgepasst, 1920 Kapputsch. Er wirkt am Kapputsch mit, gefährdet damit seine Habil. Und wir wissen ja, dass der Kapputsch nach 100 Stunden zusammengebrochen ist aufgrund eines Generalstreiks, auch der Gewerkschaften, und das wird nicht zur Gewerkschaftsnähe von Nipperdey geführt haben. 1925 bekommt er einen Ruf nach Köln, Köln habe ich schon betont, und bleibt dort bis zu seiner Emeritierung 1963, eine longue durée gewissermaßen in seinem Leben. Auch das Dritte Reich hat er unbeschadet überstanden, obwohl er gefährdet war. Er hatte eine jüdische Großmutter. Ich habe allerdings sehr Passagen gefunden in seiner Akte vom Wissenschaftsministerium in Lichterfelde. Er sagt, weil er das nicht angegeben hatte, dann natürlich wurde es aufgespießt. Ja. Und er sagte, ja, ich habe nicht gewusst, dass meine Großmutter Jüdin ist. Mein Vater ist Antisemit. Ja, aus der Not heraus vielleicht. Er hat auch keine belastenden Mitgliedschaften, wobei er mit einer jüdischen Großmutter sowieso nicht Mitglied werden konnte, sage ich das auch mal so. Aber ich glaube auch nicht, dass er ein überzeugter Nazi war. Aber er hat mitgemacht. Er war ein Mittäter. Ein Grenzfall. Er war Mittäter. Er hat zum Beispiel in der Akademie für deutsches Recht mitgearbeitet, die von dem Rechtsanwalt Hans Frank, der später hingerichtet wurde, für seine Verbrechen geleitet wurde, hat den Standardkommentar zum AOG verfasst. Das war das neue Arbeitsrecht der Nazis, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, inzwischen kann ich es, seltsamer Name, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, nationale Arbeit. 34 in Kraft getreten und 34 erscheint auch schon sein Kommentar. Das ist so diese Begeisterung mitzumachen. Ja? Also er hat sich sehr schnell angepasst. Und zusammen mit seinem Kollegen Roland Freisler, den er noch aus Jena kannte, Freisler hat dort seine Dissertation geschrieben, eine Festschrift für einen Nazi-Vater-Professor verfasst. Nipperdey war eindeutig Träger des Systems und Teil der Funktionselite. Ohne die hätte das Dritte Reich nicht funktionieren können. Schröder. Schröder ist eigentlich so der übelste Mensch, dem ich so im Laufe meiner Forschung begegnet bin. Ein typischer Vertreter der Generation des Unbedingten, Berliner, sein Vater Architekt. Seine juristische Ausbildung durchläuft er noch in Weimar. Das muss man auch dazu sagen, die allermeisten hatten noch rechtsstaatliche Verhältnisse kennengelernt als Jurastudenten und Referendare oder Richter in Weimar. Also wussten, was Rechtsstaat bedeutet. Er war hoch ehrgeizig, publiziert bis zum Tod am laufenden Band und sieht 1933 seine Chance gekommen, tritt gleich der NSDAP bei, wird Amtsrichter in Köpenick und qualifizierter Mann. Er wird schon im März 1934 an das Reichsjustizministerium abgeordnet. Dort wirkt er an der Verreichlichung der Justiz mit und lange Jahre auch in der handelsrechtlichen Abteilung. Er wird sowas wie ein Experte für Wirtschaftsrecht im Reichsjustizministerium. Vor allem arbeitet er am Genossenschaftsrecht mit.
schwieriges Verhältnis NS und Genossenschaftsrecht, okay. Was dazu führt, dass er nach dem Krieg in eine entsprechende Kommission berufen wird, weil er ein Fachmann ist. Und zuletzt ist er im Reichsjustizministerium Sachbearbeiter für Feindvermögen. Und das qualifiziert ihn wiederum dafür, in den besetzten Niederlanden, okkupierten Niederlanden, wo das Reichskommissariat errichtet wurde, mit einer Zivilverwaltung, um dorthin sich abordnen zu lassen, inzwischen auch befördert zum Kammergerichtsrat, da war aber nie tätig, geht also in die Niederlande im Herbst 40. Und dort übernimmt er eine Abteilung Feindvermögen und dann später auch noch die Abteilung Wirtschaftsprüfstelle. Und das waren zusammengefasst die beiden Abteilungen, die im Wirtschaftsministerium zuständig waren für die vollständige Beraubung und Ausplünderung und Arisierung des jüdischen Vermögens, der Juden, und aber auch für den Kunstraub etwa. Damit wirkte er am Finanztod und einer Ökonomie der Vernichtung mit. Und er wusste zum einen um die Völkerrechtswidrigkeit seines Tuns und zum anderen um die Shoah, also um das Schicksal der Menschen, die um deren Vermögen es ja in seinen Abteilungen ging. Das ist bekannt, historisch belegt, dass jeder Mitarbeiter im Reichskommissariat das eigentlich wusste, weil es durchsetzt war von SS und weil Westerbork als Deportationsort für Auschwitz vor der Tür lag und. Aber man kann es auch juristisch herleiten. Er hat nämlich sich dafür eingesetzt, Lebensversicherungen vorzeitig aufheben zu lassen, um dann die Prämien auszahlen zu lassen. Alles für die Kriegsanstrengungen des deutschen Staates. Er hat Grundstücksveräußerungen, also vorher konfiszierte, beschlagnahmte Grundstücke, veräußern lassen von Juden und anderen Gegnern. Langfristige Forderungen, da setzt er sich in Schreiben, da die Archive in Amsterdam sind, ständig ein. Wir müssen endlich an die langfristigen Forderungen rangehen, die jüdische Gläubiger hatten gegenüber nicht-jüdischen Schuldnern. Und das würde man ja alles nicht machen, wenn man davon ausgehen müsste, dass die Menschen zurückkehren aus dem Osten. Ja? Besonders schlimm, es gab die sogenannte Todesbefreiung, die wurde in seinen Abteilungen salopp so genannt. Das waren wohlhabende Juden, die sich freikauften, die emigrieren durften. Todesbefreiung, nicht umsonst so benannt. Was passiert nach dem Zusammenbruch, also als die Amerikaner da in den Niederlanden vorrücken? Er flieht nach Gotha, wo er schon seine Familie untergebracht hatte. Höchstwahrscheinlich taucht er unter falschem Namen unter, das war damals nicht so ungewöhnlich. In Stasi-Archiv so Hinweise. Dann ist er zunächst als Landarbeiter auf einem Gutshof bei Gotha tätig und dann in Gotha als Arbeiter in einer Seifenfabrik. Irgendwann wird ihm das zu viel offenbar. Er geht jedenfalls in den Westen, wo Verwandtschaft ist, Landgericht und Oberlandesgericht Braunschweig. Dort wird er auf einmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert, nämlich mit einem ehemaligen Mitarbeiter aus seinen Abteilungen in Holland, einem Amtsgerichtsrat Reinicke aus Leipzig. Und der will seine Wiedergutmachung erreichen und. Das ist ein Krimi, führt zu weit. Und dieser Reinicke schwärzt ihn an und sagt, Schröder war der führende Mann in Holland auf dem Gebiet des Judenvermögens. Die Abteilung, es sind Zitate, die Abteilung Feindvermögen war in Wahrheit eine Plünderungs- und Mordhilfestelle und das Ganze war ein juristisches Bordell. Er sagt die Wahrheit. Es kommt ein Strafantrag des OLG-Präsidenten in Braunschweig, aber nicht gegen Schröder, sondern gegen Reinicke. Der wird psychiatrisiert und ihm wird dann vom Psychiater attestiert, dass er ein Schrumpfhirn hat. Kein Schrumpfhirn hatten offenbar weitere Kollegen aus dem Umfeld von Schröder und aus dem Reichskommissariat. Das ist auch hochspannend, sich mal das Umfeld anzuschauen. Also die Deutschen haben ja die Niederlande quasi okkupiert, mit der Zivilverwaltung verwaltet. Die holländischen, niederländischen Verwaltungen blieben bestehen, bis zur Staatssekretärebene. Minister waren ins Ausland geflohen mit der Regierung. Aber es gab natürlich auch eine deutsche, wie soll ich sagen, überwölbende Verwaltung. Und ganz oben der Reichskommissar Seyss-Inquart, der ist dann hingerichtet worden. Darunter Fischböck, das war so eine Wiener Mafia, alle Wiener. Fischböck, Generalkommissar Finanz und Wirtschaft, gutdeutschen Wirtschaftsminister für die Niederlande. Ja, immerhin die Niederlande, ja, sowas wie ein riesiger Treuhand. Und dann als Generalreferent der Ministerialrat Dr. Hans von Böck, quasi Staatssekretär. Der war einer der führenden Mitbegründer des Europarechts der Nachkriegszeit. Finde ich besonders erschreckend, und hat mit von der Gröben zusammen erstmal den Kommentar rausgegeben, der heute noch von der Gröben heißt. Schwenk rüber ins Reichsjustizministerium, der oder ein Nachfolger von Schröder
im Gebiet Feindvermögen, und zum Feindvermögen gehört natürlich auch jüdisches Vermögen, war Wolfgang Hefermehl der führende Wirtschaftsjurist der Nachkriegszeit. Hefermehl hat sich in schwerster Weise schuldig gemacht und ihm wurde von der Universität Salzburg vor wenigen Jahren die Ehrendoktorwürde aberkannt mit Konrad Lorenz. Das so als Schwenk. In seiner Abteilung Feindvermögen hatte Schröder sukzessive mehrere Stellvertreter, Rechtsanwalt Dr. Kramer, Amtsgerichtsrat Dr. Köbel und Landgerichtsrat Dr. Rothe. Was ist aus denen geworden? Kramer wurde Justizsenator in Hamburg und später Kultussenator, hat auch mehrere Romane geschrieben, SPD. Köbel wurde Senatsvorsitzender am OLG Stuttgart, übrigens der Bruder von Tusk, aber es führt jetzt zu weit, aus der Jugendbewegung. Und Dr. Rothe wurde Richter am Bundesgerichtshof. So, und das ist ein Tableau, Schröders Umfeld. Also Schröder, schwerstbelastet am Bundesarbeitsgericht, die anderen Justizsenatoren, OLG Stuttgart, Bundesgerichtshof, führende Stellung an Universitäten. Und man kann sich da schon fragen, wie das geschehen konnte. Nee, noch nicht. So, Nachlese zum Schluss. Je höher, desto belasteter ist so eine meiner Feststellungen. Wie konnten so viele NS-Belastete ans Bundesarbeitsgericht oder auch an die Bundesgerichte gelangen? Das gilt ja auch für das Bundesverwaltungsgericht erst recht. Ja. Wahrscheinlich Ehrgeiz und Karrierestreben. Viele kamen aus, in Anführungsstrichen, ist nicht wertend gemeint, einfacheren Verhältnissen. Sie gehörten der Generation des Unbedingten an. Sie waren jung in sehr, ja, in Karrierepositionen. Der Schröder ja auch gerade mit Mitte 30, 40 Abteilungsleiter da in Niederlanden. Ja. Sie waren auch noch jung am Kriegsende, um die 40 roundabout. Da sollte das Leben ja noch nicht zu Ende sein. Und so eine Position am Bundesgericht schützt einen ja wohl mehr als an einem Amtsgericht, sag ich mal. Dann spielen natürlich Netzwerke eine erhebliche Rolle. Hier gibt es ein Netzwerk von Schlesiern, das die Wissenschaft auch gerade herausarbeitet. Das ist mir auch selber aufgefallen. In Hessen hieß es zum Beispiel, wenn du Karriere in der Justiz machen willst, musst du bei der SPD sein oder Schlesier. Vier Schlesier kann ich identifizieren am Bundesarbeitsgericht. Und es gab natürlich, Stichwort Köln, Nipperdai, arbeitsrechtliche Netzwerke, die hier eine wesentliche Rolle spielten. Dann vielleicht auch das Prinzip der Ähnlichkeit. Darauf bin ich gestoßen im Gutachten von Fabian Wittrek zum nächsten Juristentag. Im September empfehlen sich Regelungen zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz bei der Besetzung von Richterpositionen. Tolles Thema jetzt im September. Und der Wittrek, der geht von dem Prinzip der Ähnlichkeit aus. Also man erkannte sich wieder oder auch nicht. Ja. Alles in allem gab es für Remigranten oder wirklich Diskriminierte und Verfolgte kaum Chancen. Ja, Sie kennen vielleicht diesen schönen Roman von Ursula Krechel, Landgericht, keine Chancen. Aber gleichwohl gab es ja auch unbelastete RichterInnen am Bundesarbeitsgericht. Sieben haben wir ja schon kennengelernt, vor allem Meyer-Schärling etwa. Aber was für ein Preis, um den Preis des Verschweigens. Das ist auch frappierend. Sowohl die Belasteten als auch die Unbelasteten haben nicht darüber gesprochen. Also Müller hat sich nicht hingestellt und gesagt, ich war übrigens im katholischen Widerstand, bin ein guter Mensch. Es wurde alles so unter der Decke gehalten. Es war eine ganz eigentümliche Kohabitation, ein Zusammenwirken und Zusammenleben, eine Koexistenz an einem doch überschaubaren Bundesgericht wie dem Bundesarbeitsgericht. Diskriminierte Juristen auf der einen Seite, furchtbare Juristen auf der anderen Seite. Und von dem Philosophen Hermann Löbe stammt ja dieses schöne Stichwort, es war ein kommunikatives Beschweigen, ein kommunikatives Non-Di-Beschweigen. Man sprach schlichtweg nicht darüber. Und vielleicht steht dafür typisch der Nudelsketch von Loriot. Man kann sich ja immer fragen, warum sagt niemand, du hast eine Nudel da oben? Ah, sorry, danke. Ja, sondern es wird verschwiegen. Ja? Die Nudel im Gesicht des Tischnachbarn wird verschwiegen. Allgemeines Verschweigen und Beschweigen, Opfer wie Täter. Bedauerlicherweise verschwiegen die Täter auch ihre Schuld, aber auch ihre Wandlungs- und Transformationsprozesse, sowas wie Buße, Metanoia im theologischen Sinn. Ja. Das haben sie alles im Stillen offenbar mit sich ausgemacht. Dann gibt es so einen schönen Satz von Hans Schwerte Schneider, Unichef in Aachen. Ich habe mich selbst entnazifiziert. Also sowas wie tätige Reue und Buße. Ich habe mich selbst entnazifiziert. Aber diese
so hoffe ich bei vielen, nicht bei Schröder, denke ich nicht, aber diese gewandelten Nazis machten ihre Transformationsprozesse nicht sichtbar. Wenn man das alles berücksichtigt, dieses ganze Tableau, dann ist es eigentlich, dann gibt es ein zweifaches Wunder. Das erste Wunder ist, dass es diesen Menschen gelang, eine rechtsstaatliche Justiz aufzubauen. Das zweite Wunder ist das Vertrauen der Bevölkerung, dass die Bevölkerung in diese Richter auch mit schwersten Vorbelastungen Vertrauen setzte. Heute ist es an der Zeit, das Schweigen zu brechen, die Amnesie zu beenden. Nicht im Gestus der Anklage, nicht im Gestus der Verurteilung, sondern zur Wahrheitssuche, auch zur symbolischen Gerechtigkeit für die Opfer, als Prozess der Selbstaufklärung und Selbstvergewisserung. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es seit letztem Jahr auch ein fester Bestandteil der Juristenausbildung ist, dass man sich mit dem Unrecht auseinandersetzt. Ich zitiere aus dem Richtergesetz: Die Vermittlung der Pflichtfächer erfolgt auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur. Letztlich geht es Fritz Bauer um die Humanität unserer Rechtsordnung. Und ich kann auch nur wie Bauer sagen, mein Vertrauen in die Jugend ist grenzenlos. Vielen Dank.